Die Lichtkünstler und Designer Christopher und Mark Bauder kommen vom Bodensee. Bereits anlässlich des 25. Mauerfalljubiläums, wie hier zu sehen, haben sie sich damals, noch nicht einmal 18 Jahre alt, für die Geschichte Berlins interessiert. Ihr gemeinsames Projekt, den Verlauf der Berliner Mauer als Lichtgrenze mit 8000 beleuchteten Ballons auf einer Strecke von 15 Kilometern auszustatten, war ihnen bereits damals gelungen.